Willkommen zurück zum Pokémon Karmesin Epilog. In der letzten Folge haben wir uns hier ein bisschen umgeschaut, kennengelernt, dies, das. Und ja, wir haben noch eine Fernbedienung gesucht, haben sie auch gefunden, aber auf einmal ist Nimila abgehauen. Sie hatte vorher auch einen Mochi gegessen, der stand auf Kostprobe. Ich habe das Gefühl, der hat ihr nicht wirklich geschmeckt und sie muss sich jetzt übergeben. Deshalb gucken wir mal, ob wir sie draußen finden können. Joe ist schon vorgegangen. Denn der hat eine Vermutung, wo sie sein könnte. Aber wir schauen mal. Außerdem haben wir Hannah noch getroffen, aber sie hat sich komisch verhalten. Die hat auch eine Mochi gegessen, glaube ich. Hä? Da steht jemand. Schwer zu erkennen, aber das sind bestimmt die Nachbarn, die auf der Apfelplantage arbeiten. Am besten fragen wir mal, ob sie Nimila irgendwo gesehen haben. Ja, klingt gut. Machen wir das. Hallo. Gott, die haben ja... rote Augen, so solide Augen. Mann. Entschuldigung. Entschuldigung. Frau. Hallo? Jemand zu Hause? Irgendwas stimmt hier nicht. Mo. Mo. Mo, mo, mo. Mo, mo, mo? Nein. Mo. Mo. Mama, Mama, Mama. Ah, was soll das denn werden? Mama, Mama, Mama. Oh Gott. Welchem Trend bin ich hier drin? Was, wir kämpfen? What the hell? Das kommt so aus dem Nichts. Na gut, wenn das sein muss. Los, Hakuro. Und, Quapo. Gute Auswahl, Kumpel. Was er wohl sagen wird. Mama, Mama. What? Crazy. Das war mal Melodielied, also das reichen. Die Musik, ey, die geht ja richtig ab. Das klingt vor allem auch so albern, ne? Warum tanzen die so? So, Quapo, bitte. One-Shot doch das Amphira. Dann sind wir ja schneller fertig. Ich bin sowieso schon viel zu overlevelt hier. Ich brauch das gar nicht. Aqua-Durchstoß. Bam. Nice. Diese Musik, ey. Kann man nicht ernst nehmen. Level up. Sazenia. Ein bisschen mehr Brennstoff, okay. Und ein Oh Mann. Komm, beende das, ich kann das nicht mehr hören. Ich hoffe, der Kopf ist stark genug, um das Noctu zu KO'en. Und ein paar Level-Ups natürlich. Bam! Good job! Good freaking job! Was denken die sich dabei? Achso, die denken ja nicht, die sind ja Momo. Kennst du euch noch an dieses Momo-Vieh erinnern, was vor mehreren Jahren irgendwie... Legende wurde. Naja, egal. Nicht wichtig, ich kenne sowieso niemanden mehr, ich bin alt. Momo. Momo. Genau das. Uff, habe ich mich erschreckt. Was ist auf einmal in die zwei gefahren? Bis gestern war sie noch völlig normal. Was zum Griffheld, es ist in unserem Dorf los. Sie haben sich aufgeführt wie Hana. Vielleicht sind sie auch verflucht? Doch, wäre ich ja nie gekommen. Aber ja, sie haben sich genauso gruselig benommen wie Hana. Gut möglich, dass sie zwei auch diesen angeblichen Fluch abgekriegt haben. Warum muss sie wieder ausgerechnet jetzt verschwinden? Da hinten ist sie doch. Da, da ist sie. Guck. Wo rennt sie denn hin? Das war wirklich Nimila, oder? Warum rennt sie in Richtung des Kulturzentrums? Schnell hinterher! Ja, easy. Ich hab einen Koraidon. Ich komm da ganz schnell hin. Nio! Oh, hi. Mo, mo, mo. Ah, bin ich nett. Warte, warte mal ganz kurz. Sagen das jetzt alle hier? Hier steht niemand, aber warte mal. Mo, mo. Oh Gott. Die machen das jetzt wirklich alle.
Hi, Momomo. Mhm, interessant, interessant. Erzähl mehr. Bin interessiert. Ja, ja. Nee, ich glaube, mehr sind hier nicht. Die anderen sind alle ins Haus gegangen, damit sie nicht die Mochis auskosten. Na gut, also Richtung des Kulturzentrums. Sind die wirklich auf dem Weg oder sind die wirklich da im Zentrum drin? Pfad des Tanzes. Ich gehe mal davon aus, dass die im Zentrum drin sind. Dass dort weitergeht in der Story. Aber ja, ich weiß auf jeden Fall, dass ich mich dann fernhalten möchte von diesen Mochis. Die, machen einen Kuckuckäsi. Und das ist nicht gut. So, da oben ist es auch schon, da wo die Lichter sind. Gucken, ob hier gleich irgendwelche NPCs spawnen. Ich glaube, die sind alle weg, ne? Ja, für dieses Event sind die alle weg. Hier ist niemand mehr. Oh doch, da sind welche. Hi. Oh nein, die wollen kämpfen, oder? Wie die anderen. Ich glaube, die wollen kämpfen. Oh, hallo Joe und Maike. Opi, Omi. Was macht ihr denn hier? Ist mit Hannah alles in Ordnung? Und ihr habt hier zufällig ein Mädchen gesehen? Was ist los? Wieso bist du denn so aufgeregt? Hannah scheint vom vielen Tanzen erschöpft zu sein und schläft tief und fest in ihrem Zimmer. Ach so, puh. Während sie schläft, haben wir die gebratenen Nudeln gekauft, die sie so mag. Wir dachten, wenn sie die isst, wird sie wieder sich selbst. Ja, verstehe. Ja, dadurch wird es ihr bestimmt besser gehen. Also, warum hast du uns gefragt, ob wir ein Mädchen gesehen haben? Ja, die Leute im Dorf benehmen sich irgendwie komisch. Und Einzelmädchen aus Paldea ist verschwunden. Ja, ein energiegeladenes Mädchen. Oh. Jetzt wo du es sagst, wir haben tatsächlich vorhin ein lebhaftes Mädchen getroffen, das wir noch nicht kannten. Du hast mit dem Mädchen gesprochen, oder Liebes? Was hat's gesagt? Liebes? Ja, nimm einen Mochi. Gar nicht, aber danke. Na los, Schatz, ist einen Mochi. Omi? Das ist plötzlich eh nicht gefahren. Na gut, da bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Oh nein, tu's nicht. Oh. Oh. Siehst du, Liebes, ich hab mich gegessen. Bist du zufrieden? Cool, braucht man keine Kontaktlinsen für. Kann man einfach so die Augenfarbe ändern. OP, was hast du? Nein! Mama! Nicht auch noch ihr! Wolltest du eigentlich kämpfen? Mama! Ja, die wollen kämpfen. Man kann gegen die Eltern von denen kämpfen, interessant. Oder zumindest Großeltern. Boah, und die hauen direkt raus! What the hell? Das ist genau, habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Was soll das sagen? Was soll das sagen? Mama! Gott. Ich bin hier im Irrenhaus, glaube ich. Ich komme nie wieder zurück nach Kitakami. Warum wollte ich hier nochmal Urlaub machen? Das ist ja schrecklich. Verschwindet! Bam! Ich bin so overlevelt, ich mach das fast One-Shot. Mit Bürde. Wo? Wo? Da ist ja auch nicht. Ach, Quappo. Mach doch mal mit Damage, Mann. Hab die Musik wieder. Okay, Hydrapple. Ja, meins habe ich ja rausgetan aus dem Team, auch wenn es shiny war. Denn es wurde schon über Level... Es wurde schon Level 100 und drüber kann es ja nicht gehen. Und es ist so oder so schon zu OP. Deshalb werde ich es erstmal nicht benutzen. Sondern zurückziehen zu meinem Base-Game-Team. Ne? Takoko gehört auch dazu. Es ist leider so, wie es ist. Was soll's. Und aua! Was soll das mit Knirsche? Oh nein, es hat sogar Ominobi getroffen! Was wird euch passieren? Bitte sag doch was! Warum sagst du das so spät? Das hätte er eigentlich direkt am Anfang des Kampfes sagen müssen.
Das ist mittendrin. Momo? Nein, wir reden nicht über Momo. Hört auf, seinen Namen zu erwähnen. Ich verbiete es euch. Wie konntest du dazu kommen? Benno! Dann hilft doch nur noch eins. Ein Level Up? Gott, Mamute! What the hell? Die kommt hier mit Pupen an. Ich gar nicht mitgerechnet. Okay, bei dem Yukito. Da stand Yukito. Also bei dem kann ich das noch verstehen. Aber ihr Mamute? Damn, Granny! Das stirbt noch nicht mal One-Shot. Aber Drapfel. Ja, schon. Oh no. Mensch, Joe, kein Wunder, dass du kein Champ mehr bist. Kein Wunder. Ja, und jetzt bin ich auch noch vergiftet. Bitte, Joe, sag mir, du hast noch ein Pokémon. Komm, du musst mindestens 3 haben. Das weißt du schon, du darfst nicht mitkämpfen. Danke. Fuego! Na gut. Ja, okay, aber klar haben die jetzt high-gelevelte Pokémon, aber die Kämpfe sind trotzdem relativ einfach, muss man zugeben. Also wer hier Schwierigkeiten hat, da wundere ich mich wirklich. Ist einfach nur ein Kampf nebenbei für ein paar XP, schätze ich. Flammblitz. Bam. Leider lebt es noch. Na komm, mach dein Toxin. Und gut ist. Schwer vergiftet. Ja, ich leider auch. Bam. Aber Smogmog ist schon ein cooles Pokémon. Mögt ihr eigentlich Smogmog aus Kanto mehr oder aus Gala? Ich finde Gala viel lustiger und hat noch eine bessere Ability, aber das Kanto Smogmog ist so sein eigenes Ding. Man kann die beiden schon vergleichen, aber die sind schon anders. Erst mehr Mochi. Oh, sie hat Sätzen gesprochen gerade. Wow. Mo. Ja, er noch nicht. Aber sie ist schon länger unter dem Ding als er. Mo. Oh nein. Jetzt sind auch Omi und Obi durchgedreht. Bestimmt bin ich als nächstes dran. Ah, es ist eine Frage der Zeit, bis ich auch durchdrehe. Reiß dich zusammen, Mann! Reiß dich zusammen! So Backpfeifen. Tut mir leid. Ich habe nur kurz Geschwäche. Danke, Mike, für die Backpfeifen. Lass aber überlegen. Bevor Opi durchgedreht ist, hatte ich diesen seltsamen Ring. Mike, alles in Ordnung bei euch? Und wie geht es euch? Uns geht's gut. Cosima ist aber vor lauter Angst ganz durcheinander. Weil ihr euch nicht gemeldet habt, wollten wir mal nach draußen nachsehen. Aber irgendwas Seltsames geht hier vor. Wir wurden von Leuten angegriffen, die ständig nur Momo gerufen haben. Und die erwarten, uns zu sehen. Wir haben uns echt Sorgen gemacht. Momentan stehen wir vor dem Gemischtwarenladen und... Ah, da ist irgendwas! Peppa, da ist was! Ah! Cosima! Was ist los? Was? Nein! Hey! Peppa! Ist abgebrochen. Den beiden ist was passiert. Ja, gehen wir zurück und helfen denen oder machen wir jetzt weiter? Opi, Omi, ihr wartet hier. Rührt euch nicht vom Fleck. Ich mach mir zwar auch Sorgen um die Mila, aber jetzt erstmal auf zu Momos Gemischtwaren. Ja? Okay, na gut, dann machen wir das zuerst. Dann rennen wir jetzt wieder den ganzen langen Weg zurück. Meinetwegen. Hä? Da ist gerade was Großes gespawnt. Hab's gerade nicht mehr gesehen. Egal, wo ist denn das? Da vorne. Map scheint nicht mal so groß zu sein, wenn man auf einmal fliegen kann. Ne? Oder bin das nur ich? Ich finde schon, dass das so ist. Jedenfalls, sie sind hier wohl in Gefahr. Und ich habe das Gefühl, wenn wir zurückkommen, wurden die gezwungen, auch Mochis zu essen. Ist ja wie eine Zombie-Apokalypse langsam. Also, jetzt mal ehrlich, wir brauchen dringend ein Gegenmittel. Daran sollten wir mal tüfteln. Oder? Hi, da sind sie ja. Verdammt, ich konnte ihre Augen noch nicht sehen.
okay, Spiel, was da? Hey, ihr beiden! Maike, ciao. Geht's euch gut? Ach das, sorry, dass wir plötzlich aufgeregt haben. Klar denkt ihr da, dass da was passiert ist. Guck, sie macht mich erschrecken, ist mit dem Kopf voll in mein Handy gerannt. Ich kann davon nichts dafür, wenn sich die Leute hier so gruselig benehmen. Und dann auch noch dieses seltsame Ding. Ein seltsames Ding? Da war irgendwas, was seltsam rundliches. Und wo ist es jetzt? Bist du sicher, dass du dir das vor lauter Angst nicht nur eingebildet hast? Nein, das war wirklich da. Ja, ja. Hört mal, ich glaube, ich weiß, warum alle im Dorf durchgedreht sind. Wir sollten uns vor seltsamen Mocki... Oh, da oben! Über dem Dach ist irgendwas! Hm, über dem Dach? Wovon redest du? Da oben! What? Das ist das Ding, das ich vorhin gesehen hatte! Ist das eine Drohne? Nee, ein Pokémon vielleicht? Wow! Gut, dass ich den Helm hab. Bonk. Aua, die waren hart. Das schmeckt wie Mochi? Ein bisschen süß, aber lecker. Nein, nicht essen, nicht runterschlucken! Hä? Oh, was passiert hier? Hey, alles okay bei euch? Nein! Die Nächsten! Muss das gegen die kämpfen? Nein, hier ist Musik wieder. Oh nein, bitte tu mir, dass ich anspiele. Und dann auch mit dem neuen Mythical-Pokémon im Hintergrund. Was ist mit euch passiert? Kann es sein, dass Peppa ein bisschen rot geworden ist? Oh, das ist nicht wichtig. Tut mir leid, ich hätte sie früher warnen sollen. Die seltsamen Mochi, sie stammen von diesem Ding. Infamo. Momo, Wolli. Ah, es benutzt die beiden als Schild. Wir haben keine Wahl. Wir müssen sie erstmal beruhigen. Also ein Pokémon-Kampf. Damn. Hier geht's richtig ab. Ja, oder bin ich nicht geheilt worden? Doch bin ich. Also, kämpfen wir gegen die beiden. Wenn es sein muss. Aber bitte nicht diese Musik. Bitte. Gib mir einen Remix von deren beiden Themes, aber nicht... Das Mochi. Was macht Jodo für eine Pose? Hilfe. Okay. Habt ihr nur zwei Pokémon oder ist das jetzt ein kompletter Free-wie-free-wie-free-wie-free-Kampf? Ja? Momo! Wusste. Mama Wolli! Wegen Evoli? Ja, okay, es sind 3 gegen 3. Alright, wenn das so ist, dann habe ich keine andere Wahl, als richtig reinzuballern. Bam! Das Ding lebt noch? Wow. Na gut, wir können zumindest ein bisschen buffen. Und Nahkampf macht den Rest für Schlagraffel. Mo! Ihr seid doch Kuckuck crazy, Leute. Oh Mann. Und da hinten tanzt so ein NPC noch mit. Ja, leider kriege ich jetzt auch noch die Level-Ups für meine anderen Pokémon. Das ist ein bisschen doof. Aber kann ich nicht ändern. Leider auch ein Crit. Oh nein, nicht sein Massifioso. Was denken sich eigentlich deren Pokémon dabei? Denken sie sich einfach nur so, ja, okay, ist halt ein Kampf wie jeder andere. Ich ignoriere halt das, was gerade hier abgeht, offensichtlich. Oder kriegen die automatisch auch diesen Effekt dann, wenn der Trainer das hat? Keine Ahnung. Und mir fällt auch auf, dass Massifioso so böse guckt, obwohl er es normalerweise nicht tut. Mo. Junge, du musst nicht immer was sagen, okay? Bitte. Halt die Klappe. Bam. Okay. Jetzt hat die Frage, auf wen gehe ich? Wolli. Oh Gott.
So langsam halte ich das nicht mehr aus mit euch. Verschwindet! Bam! So. Brauchst wohl mehr Sandwiches, Kumpel. Und Nahkampf sollte nach Tarakeon. Ja. Wunderbar. Okay, Peppa hat einen Pokémon noch und sie hat noch zwei. So sollte es jetzt aussehen. Sollte es stehen. Das heißt, die Hälfte des Kampfes ist vorbei. Ja, okay, noch ein Level-Up. Ein Austoss! Sehr effektiv gegen meinen Pokémon leider. Aber ich bleib drin. Ist mir egal. Ich bleib trotzdem einfach drin. Auf das Felinara! Denn ich bin schneller! Hehe, ich bin ein scharfer Pokémon, ich bin immer schnell. Bam! Was? So wenig Damage? Ernsthaft, Kapo? Wow. Mama, Wally? Ich finde, Kapo ist eins der coolsten Pokémon aus Gen 1. Definitiv. Boah, und ich überlebe das! Boah, so overlevelt bin ich schon? Tja, Kapo. Ist schon mies, ne? Aber du hast ja noch einen Hydrapple und das kann jetzt sehr gut kämpfen gegen das Austoss hier. Hm, Dragoran? Ich meine, wenn Sonnenschlag kann, okay. Aber ansonsten, hä? Bisschen random. Na gut. Ich könnte mal sagen, das viel nachher, ne? So, eine Evoli-Form hast du noch. Oh, dieser Song, ey. Nein, Orkan. Na gut, solange es One-Shot ist, ist mir egal. Habe ich nur irgendwie halt nicht erwartet. Egal. Dabadabam, Volley Purba! Ja, perfekt, dass ich ja da die ganze Zeit nur mit meinem Starter Flammenwurf spamme. Aber daran erkennt man, dass die Bonus-Episode sehr einfach ist. Man braucht sich ja wirklich keine Gedanken machen. Vor allem ist ja immer ein Doppelkampf und dein Partner hat ja noch relativ was drauf. Also ist nicht so schlecht. Geht ja voll. Ja. So, jetzt lass mich zum Mythical. Volley! Momo. Ja, danke fürs Geld. Für mehr Aktion kann ich die brauchen. Das Pokémon rennt weg, nein! Mo Volley! Ah, Peppa, Cosima, es tut mir leid. Ah, als nächstes bist du dran! Hä? Redest du mit mir? Mama? Hey, hier geblieben! Ich glaube, wir sollten hinterher rennen, oder? Oder sollten wir in die Mida hinterher? Na komm. Gehen wir mit. Folge dem rätselhaften Mythical Pokémon. Wo sind die jetzt hingerannt? Oh. Ich kann mir vorstellen, wo die sind. Warte, lass kurz mit der Map bestätigen, damit ich nicht unnötig dazu hinrenne. Ja. Ja, auf dem Gefährtenplatz. War mir schon klar. Da oben geht denn das Ende. Ich sag ja, die Bonus-Episode geht nicht super lang. Es geht eigentlich von der Länge noch voll. Ist halt, by the way, was ich gesagt haben sollte, kostenlos für alle, die den DLC schon besitzen. Den, was war das, 35 Euro DLC oder so? Also ja. Es ist hier hingerannt, glaube ich. Ja, genau, hast du recht. Keine Ahnung. Oh nein. Warum folgen die uns? Sie tanzen immer noch. Hör auf zu tanzen! Das ist... Nemila? Ein Glück, dir geht es gut. Mama! Aber ja klar! Mama, Kampf! Kampf? Wow, selbst in diesem Zuschauen bleibt sie sich selbst treu. LMAO, LMAFO. wenn es Nemila auf mich hetzt, habe ich keine Chance. Volley. Mist, gefühlt das ganze Dorf kommt gerade an. Halt mir den Rücken frei. Na, okay, klingt gut. Ich werde die Leute aus dem Dorf aufhalten. So, dann nimmst du derweil Nemila und dieses Ding da oben. Wer weiß, vielleicht werden ja alle wieder normal, wenn du es besiegst. Ich glaub's weniger, aber na gut. Was
fällt uns Besseres als ein in der Situation. Geht's direkt los? Ich schätze, es geht direkt los, ne? Okay, dann auf zum Kampf, wenn sie es unbedingt möchte. Wie sie am Dancen, ich mag ihre Schuhe. Pokémon-Kampf! Warum immer die gleiche Musik? Spiel! Okay. Also gibt es hier insgesamt 4 Kämpfe. Ne? Und das ist der Final Boss. Mama-Kampf! Mama-Ziel! Gott, bitte! Halt einfach die Klappe! Ich kann das langsam nicht mehr hören! Hey, wir haben Publikum mit uns. Warte mal, wo ist Joe? Wollt ihr sich den Rücken frei halten? Er guckt sie einfach nur an. Wie dumm. Oh Mann. Eigentlich müsste er so tun, als würde er einfach nur mittanzen. Mama, Mama! Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Das weißt du. Oh, Tarnsteine. Oh, du bist eklig. So, Wolverock ist schon mal weg, Wolverine. Bam. Mama, nicht Möbel. Denkt auch, wir kämpfen gegen irgendwen random. Ach, was laber ich? Die denkt überhaupt nicht. Ihre Seele ist einfach nur so programmiert zum Kämpfen. Viscogon! Welches denn? Normales? Ja, normales. Okay, war mir gerade nicht sicher. Also, ja, keine Ahnung. War nicht so klug, dass ich drin geblieben bin. Aber ich habe auch nichts Besseres. Also, Spukball soll es sein. Wenn ich nicht instant sterbe wegen Eisstrahl. Na, geht so. Denn ich habe ja auch ein Item. Ein Schwächenschutz. Ja. Yeah. So, jetzt mache ich richtig viel Damage mit Spukball. So, die kochen wir zusammen. Was? Das war kein... Okay, das war ein Crit. Mama, oh, Volltreffer. Ja, so langsam, so ganz, ganz langsam fängt sie wieder an, in richtigen Sätzen zu sprechen. Wir machen bei ihr Fortschritte. Und das war mir klar, dass ich überlebe, deshalb bin ich... Ernsthaft? Hä? Hä? Warte mal, ich hab's... was gerade passiert? Ja, egal. Gehen wir wieder zurück zu einem anderen Pokémon. Ich bin gerade übelst verwirrt. Aber gut, ich schätze, wir machen heute eine Überlängenfolge, wie es scheint. Oder ich teile es nochmal in eine Folge auf, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir schauen einfach mal. Ha! Du Absorber, ich Absorber. Jetzt sind wir quitt, Kumpel. Und wie wir quitt sind. Das überlebe ich easy. Ja, diese. Und wie wir quitt sind. Hier ist die Quittung. Hat der 6 Pokémon, ne? Oh, damn. Grandiras. Drache. Was noch? Kampf? Elektro? Kampf? Ich glaube, Kampf. Keine Ahnung. Auf jeden Fall solltest du Drache sein. Ah, das kann ich mit. Na gut. Akzeptanz ist vorhanden, aber ich weiß nicht. Ja, Blutmond könnte ich ja jetzt mal einsetzen. Da ich jetzt keinen wirklichen Counter habe gegen dieses Drampi. Irgendwie ist das Lied ja auch cool, aber ich weiß auch nicht. Das wäre kein Song, den ich mir privat anhören würde, wenn ich ehrlich bin. Oh, warte, halte ich jetzt komplett voll, weil es so viel von meinen KP nimmt? Ah, ich könnte es noch KO'en. Komm. Yes. Okay, die Hälfte haben wir. Boah, Stufe 98, ey. Pamo, Mamo. Typ Elektro.
soll das Ding sein. Ich glaube mehr nicht, aber einfach nur Elektro. Oh, und ganz wichtig, ich glaube Pamomamo kann eine Attacke, womit sie Pokémon wiederbelebt. War das nicht so? Oder geht es nur um Doppelkampf? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall, ich weiß, dass es diese so eine Attacke hat. Oder er. Mir egal. Zweifachladung. What? What? Also echt viel Damage gemacht. Okay. Das ist doch voll mal Strom aufladen. Aha. Ah. Hat sie mal richtig schön Damage machen können, bevor es down gegangen ist. Cool. Die Musik. Nein! Nein! Nicht Melodik! Nein, 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 nein. Ich habe immer noch von Cynthia einen Albtraum. Na, okay, solange es kein Branddrop habe, ist es okay. Hä? Wo geht die Kamera so weit nach oben? Oh nein, es hat auch rote Augen. Es hat auch von den Mochi gegessen. Nein! Und es surft. Ach, das macht doch. Ja, eben. Ich bin zum Teil Wasser-Pokémon, du. So, und der Blitz soll dich treffen. Schön. One-shotted. Maskagato. Ein Pflanzenstarter-Pokémon aus dieser Gen. Ich hoffe, dass ich noch genügend Leben habe, um das Ding zu killen. Ist übrigens der letzte Pokémon gerade? Fragezeichen? Das könnte ihr letztes sein. Bin mir gerade nicht sicher. Oh, oh no. Ja, es ist ihr letztes Pokémon, aber ich bin fast tot. Ich probiere mal einen Top-Trank. Hoffentlich klappt das. Oh, sie sagt nicht mal was. Sie macht es einfach direkt. Na gut. Dann mach du mal dein Crystallizing. Ich dachte jetzt aus irgendeinem Grund ganz kurz, sie macht jetzt Chip Stella. Aber tatsächlich nicht. Hätte man aber machen können. Hätte irgendwie auch gepasst. Na gut. Wenn du das darfst, dann darf ich das ja wohl auch, oder? Also... für ein letztes Mal. Wahrscheinlich nicht letztes Mal, aber ich sag trotzdem ein letztes Mal. Mach mal. Crystallizen, terralisieren oder so. Wie auch immer es heißt. Komplizierte Namen. Ist nicht wichtig. Das Gelaber auf meinem Kopf. Vernichtet dich, wenn ich angreifen darf. Ja, okay. Flammenwurf! Boah, viele Flammen da rauskommen. Aber wie soll ich nach oben rauskommen, sondern mir zu ihm? Oder hier, hier auch mal. Kann noch mehr kämpfen! Mama, Mama, Mama! Dann sie wieder. Nein! Kein Kampf mehr! Vorbei! Momo, mach dich bereit! Momo, Momo! Hm, worauf denn? Blumentrick? Das killt mich doch aber nicht, oder? Na, Kumpel. Zum letzten Mal, lern deine Type Advantages! Tja, das Mochi Legi hat sich wohl den falschen Trainer ausgesucht. Hätte mir geben müssen eigentlich. Aber ich bin gedodged. Und ich hatte einen Helm auf, ich war zu OP. 98 schon wieder. Mann! Mama, Mama! Okay, bist froh, weil du gekämpft hast, ne? Was ist passiert? What happened? Hm? Ah! Mama, Mama? Könnt ihr mal einen Counter machen, wie oft schon Momo gesagt wurde? Oder generell das Wort Mo? Okay. Ich bin zwar fast tot. Aber wir sollen gegen das Ding kämpfen. Ich hoffe, es stört niemanden, wenn ich ganz kurz in die Stadt fliege und meine Pokémon heile. Ich werde es zumindest mal ausprobieren. Mann, die Leute hier im Dorf hier benehmen sich irgendwie seltsam, oder? Naja, ich halte eine Pokémon, ja? Ah, wusste ich's doch. Ja, da hat sie recht. Boah, ich meine, das ist jetzt voll lange Nägel. Okay, voll geheilt. Gehen wir zurück zum Kampf. Da vorne ist es auch schon. Njomp. Hi.
Du da, du Mythical, du Neues. Ma? Ma. Find's übrigens sehr cool, dass wir wieder Events bekommen für Mythical Pokémon. Denn, naja, wir wollen nicht über The Root reden. Ja, das hat man von letzten Gen hat man nur in Japan bekommen und wir haben es immer noch nicht. Ja. Egal, möchtest du gegen das rätselhafte Pokémon kämpfen? Und das war größtenteils auch nur ein Anime-Pokémon. Ist egal. Ja, wir kämpfen gegen das rätselhafte Pokémon, denn wir wollen es fangen. Infamomo! Ich denke mal, das Ding heißt Infamomo. Oder? Würde Sinn machen, weil das labert die ganze Zeit. Infamo! Infamomo, ja. Aber die Musik ist cool. Immer noch diese Gen 4 Animation, hat sich nie geändert. Oh, die Musik geht richtig ab. Die Attacke zeigt Wirkung. Das heißt, wir können das auch besiegen. Los, streng dich an. Oh nein. Welcher Typ ist das? Gift? Geist? Können wir vorstellen, Giftgeist. Wir machen auf jeden Fall sehr, sehr viel Damage. Uff, so langsam kann ich nicht mehr. Beeil dich, Maike. Was, habe ich jetzt wirklich ein Zeitlimit? Freddy! Ja, ich hätte Ogapon rein. Egal. Freddy macht das schon. Mit seinem Blutmond. Ja, keine Wirkung, Kumpel. Keine Wirkung, keine Wirkung. Giftkettung? Nein, bitte nicht. Falls es noch nicht offensichtlich war, das Ding ist natürlich auch Teil von dem Trio, was wir hier direkt hier im Hintergrund hinten rechts sehen. Diesen drei Pokémon. Das ist Teil von denen. Weiß noch nicht genau, wie es in der Story dazugehört, aber ich hoffe, wir werden davon noch eine Antwort bekommen gleich. Mal schauen. Auf jeden Fall erstmal, zack, du bist down, Kumpel. Das überlebt nämlich keiner. Es wird langsamer. Das ist die Chance. Los, wirf einen Ball, um es zu fangen. Okay, Meisterball, Meisterball. Nein. Man muss es übrigens fangen, hat man gerade gesehen. Okay, es ist komplett lila. Ich schätze, der Sympa-Ball würde gut passen, oder? Ja, komm. Es ist sowieso 100% Chance. Gehe ich mal von aus. Ich finde, der Sympa-Ball passt farbig dazu. Ich habe auch nichts anderes. Passt. Let's go. In der Luft gefangen. Infamomo. Knechtungs-Pokémon, okay. Und Tatsache, Giftgeist, habe ich richtig geraten. Es gibt anderen giftige Mochi zu essen, die Kräfte und Begierden wecken, kettet sie so an sich und kontrolliert sie. Wow. Ja, gerade im Moment habe ich nichts für dich. Bleib erstmal in der Box. Ich hole dich da später raus. Oder auch nicht. Ja, muss den Pokédex noch machen. Mach ich noch. Mach ich noch. So. Ist jetzt alles gut wieder? Ich kann es jetzt kontrollieren wahrscheinlich, oder? Hast du es geschafft? Was ist mit den anderen? Boah, dass die Switch das aushält. So viele LPCs ist dann Spaß. Was macht ihr denn alle hier? Warum bin ich auf dem Gefährtenplatz? Sie sind alle wieder normal. Maike, Joe! Ich erinnere mich an nichts, seit wir bei dem Laden waren. Was ist passiert? Ah, du hast ein Mochi gegessen. Ah, ne, und dann habt ihr ein Like da gelassen und gesubbt. Boah, krass. Echt jetzt? Ja, sogar mit Glocke. All das Momomo wurde also von einem Pokémon verursacht? Siehst du, es war kein Fluch. Das freundliche Ding hat er hinter allem gesteckt, genau wie ich vermutet hatte. Hast du das? Egal, Maike hat die Sache geregelt und das Pokémon gefangen. Wie immer. Stimmt. Moment. Was bin ich? Mila? Die Mila? Naja, die hat den Kampf. Der geht's gut, denke ich mal, oder? Nemila, alles okay? Mama, komm!
Ah, sie sind auch immer verflucht! Hey Leute, was ist los? Habt ihr die Fernbedienung gefunden? Das ist das Einzige, an das du dich erinnerst? Hast du einfach die ganze Zeit nur geschlafwandelt? Mhm, guten Morgen. Was ist nicht das erste Mal hier? Ach ja, ich habe im Traum gegen Maike gekämpft. Das hat unglaublich Spaß gemacht. Wow, Nimila ist echt... Heißt der Karte echt? Ja, das ist Nimila, wie sie seitdem lebt. Ciao und Maike! Anna, Obi! Was ist das denn hier für eine Versammlung? Los, raus mit der Sprache! Moment, hä? Seltsam. Irgendwie kommt es mir so vor, als hätte ich dich ewig nicht gesehen. Hä? What? Wir dachten alle. Jeder ist ein Gewalt, ich check's nicht. Aber das passt schon. Und damit haben wir den Epilog, glaube ich, durchgespielt. Ja, erstmal noch ein bisschen Story. Ein paar Tage später. Kehre nach Paldea zurück. Ich habe noch übel einen Muskelkater in den Armen und Beinen. Kann mir vorstellen. Heute Abend geht es also wieder zurück nach Paldea. Zwischendurch wurde es aber etwas abenteuerlich, aber Spaß hatte ich trotzdem. Ich bin schon klar, haben wir auch nichts vergessen? Ja, dieses Pixie da hinten. Achso, nee. Komm, passt. Hast du noch was zu sagen? Wer hätte gedacht, dass Okapon so ein unheimlich niedliches Gesicht hat? Vielleicht sollten wir im Dorf Souvenirs von ihm herstellen. Ich rede mal mit dem Verwalter. Wie niedlich. Finde ich gut. Bist du Okapon begegnet? Ich bin sicher, dass nächstes Jahr so gut wie jeder eine Oni-Maske tragen würde. Ja, okay, die sagen noch alles vom ersten DLC. Okay, na gut. Ja, wir sind hier fertig fürs Erste. Wir können Schnurrax abhauen. Immer diese Lade. Hey, ihr! Geht der wirklich schon zurück? Ihr könntet doch noch etwas länger bleiben. Wir kommen wieder. Okay. Wehe, wenn nicht. Maike, Pepper, Cosima, Nimila, danke, dass ihr gekommen seid. Wir haben zu danken, dass du uns rumgeführt hast. Das Essen war auch mega lecker. Und die Mochi auch sogar. Das Fest hat riesen Spaß gemacht. Und eine Evoli-Maske habe ich auch bekommen. Freut mich, dass es euch gefallen hat. Die Zeit vergeht echt wie im Flug, wenn man Spaß hat. Ich wünschte, ich hätte mehr gegen euch beide kämpfen können. Ist das dein Ernst? Joe und ich sind beide mehr als 10-mal gegen dich angetreten. Ah, das ist die Geburtsstunde der Selbsthilfegruppe für Nimilas Opfer. Es war echt toll, dass ihr alle zu Besuch gekommen seid. Übrigens, ich habe lang mit mir gerungen. Aber ich habe mich entschieden, es nochmal in der Blaubeerakademie zu versuchen. Du schaffst das, jetzt wo du kein A-Hole mehr bist. Ja, danke, Maike. Ah, das ist dann wohl das Ende meiner Ferien. Ich werde langsam auch mal zur Akademie zurückkehren, ne? Hanna, danke. Wisst ihr was? Ich bin froh, euch kennengelernt zu haben. Joe und Hanna. Joe, tut mir leid, dass ich am Anfang so fies zu dir war. Hä? Was war's? Ist mir aufgefallen. Kein Problem, ich verzeih dir. Okay. Anna, schon ein bisschen... Ich weiß, ich entschuldige mich für sie. Was redest du da? Zeig dir vielleicht ein bisschen mehr Respekt! Jetzt alle lachen, aber keine Soundclips werden eingespielt. Keine Gelächter, nix. Oh Mann. Ja, das ist das Ende von der Momomanie. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und ab der nächsten Folge geht's dann wieder ganz normal weiter in der Liga AG. Das hier kam jetzt direkt raus. Ich hab's durchgezockt und wollte es euch bringen. Und ja, nach der Liga AG werden wir noch den Pokédex voll machen müssen, ne? Das wird auch noch ein Stückchen dauern. Da gibt's auch so viele Pokémon zu fangen. Damn. Aber ich glaube, nach dem Pokédex sind wir da noch durch. Du kannst jetzt mehr Leute in den AG-Raum ein... Nein. Na, nein. Das war jetzt ein Witz, oder? Nein, oder? Oh, wir haben jetzt Zimmer von Joe freigeschaltet. Ich weiß nicht, ob der noch irgendwas Neues zu sagen hat. Aber bitte sag mir jetzt nicht, dass wir wirklich... Hä? Oh mein Gott. Das sind ausführliche Notizen über die Stärken und Schwächen von Pokémon. Oh mein Gott, er ist verrückt. Er hat hier ganz viele Theorien aufgestellt. Oh mein Gott. Aber du kannst mir jetzt nicht sagen,
dass ich hier noch mehr Punkte farmen muss. Wie lange soll das bitte noch dauern, bis ich die nächsten Folgen hochladen kann? Nein, das kann nicht stimmen. Das kann nicht sein. Oh, hey. Ist auch nicht so. Oh, cool. Na gut. Jedenfalls, ihr seht das schon. Die drei zusammen mit allen anderen Fragezeichen werde ich dann beim nächsten Mal wieder einladen. Ich werde die anderen auch nochmal auf goldenen Rahmen bringen. Zumindest halt die obere Reihe. Mehr müssen wir auch nicht machen, glaube ich. Ich glaube, zwei weitere dann noch. Aber egal. Ja, ihr wisst sicherlich, dass Punktefarmen sehr, sehr lange dauert in diesem Spiel. Bisschen zu lange. Viel zu lange, okay? Es dauert extrem lange. Also lasst ein Like da, falls ihr es sehen wollt. Abo da lassen, damit ihr es auch nicht verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ach ja, und ich fand die Bulls-Episode ganz lustig. Ganz nett, das war kostenlos. Von DLC, null.